Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Kartenchaos. Ja, der Modus ist gerade vor kurzem raus. Ich habe keine Ahnung, was es genau bedeutet. Ich habe eine geringfügige Idee, was es sein könnte. Guck ich mal, wenn die Idee stimmt, die ich habe, dann wäre... Was wäre dann ganz cool? Ich glaube, Mage wäre ganz cool. Druide wäre, glaube ich, auch ganz geil. Ich spiele einfach mal Hexer. Mal gucken. Hat beim letzten Mal ja gut funktioniert. Gut, das war ein anderer Modus, aber... Try and Arrows mäßig. Ja, ja. Komm, finden Gegner. Gut. 20-1 ist das... Weiß ich jetzt nicht, ob das so... die hohe Chance hat. Komm. Standbild. Ich finde es mal sehr lustig. In der Aufnahme sieht man es zwar nicht, aber ich habe oben ja oben links ja immer die Frame-Anzeige. Ich habe in einem Standbild irgendwie so 30 FPS. Ich verstehe den Sinn dahinter jetzt nicht ganz, warum auch immer, aber naja. Ist ja auch egal. Gegen einen Jäger. Jäger ist natürlich auch nicht dumm. Ich frage mich auch mal, also es gibt ja dieses eine... Ah, okay, man hat... Ah, okay, okay. Man hat nicht nur die Weberspinnen. Ich mach mal eine weg, mal gucken. Netzweber heißen die, nicht Weberspinnen. Das ist natürlich cool. Vernichtet einen Dämon und stellt Leben wieder her. Däh. Fügt eurer Hand ein zufälliges Wildtier hinzu. Ja, geil. Das heißt, es bringt mir gar nichts, weil ich werde wahrscheinlich nur Wildtiere haben, die mir aber nichts bringen. Spiele ich gleich noch die nächsten Jahre. Ganz ehrlich, das bringt sowieso nichts. So. Achso, falls sich jemand wundert, warum das Spiel nicht sofort reagiert. Ich bin gerade am Hochladen. Und zwar die Folge für heute. Ich werde die aber erst hochladen können, also beziehungsweise veröffentlichen können, werde ich die erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Das heißt so um 10:30 oder so, also abends. Und ja. Na, mal gucken, was kriege ich denn? Oh, schön. Die ist gut. Jetzt finde ich deinen Dämon ist natürlich total kacke. Die Karte werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit behalten können. Das ist halt totaler Mumpitz. Mach ich mal so, mal gucken. Hätte ich jetzt eigentlich sowas wie Mage oder so spielen müssen. Alter, ich kriege hier voll die krassen Karten. Nicht schlecht. Den habe ich übrigens auch in meinem normalen Jäger-Deck. Der ist echt cool. Den habe ich leider nicht drin, weil die Karte habe ich glaube ich gar nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich irgendwie mal nachgucken. Ja, am Anfang wird es wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit sein, ich spam Weberspinnen, ich spam wieder Weberspinnen. Naja, ist auch egal. Oh, nice. Das ist auch schön. Ich kriege echt gar nicht so schlechte Karten bis jetzt. Fügt allen Nicht-Dämonen 3 Schaden zu. Spiele ich das jetzt? Ich kriege aber 2 Karten, das ist doof. Mal kurz. Also Hexen-Typi da war ein bisschen dämlich, die Idee. Ich hätte irgendwie Mage oder sowas spielen müssen. Hätte ich die schön die ganze Zeit wegbomben können. Na gut, so kann ich die ganze Zeit Karten ziehen, aber irgendwie... Ich dachte, es gibt dann nur Weberspinnen. Ich sag mal Weberspinnen, Netzweber heißen die. Okay, interessant. Very interesting, was er da tut. Was ist das? Dein Charakter beschwört 2 zufällige Dämonen, wenn der Schaden tödlich ist. 5, oh Gott. Mach ich das mal so. Ich hau den, dann hau ich ihn selber. Dann mache ich das hier. Hä? Ich hab den doch vor... Ach, 2 Schaden. Verdammt! Ich bin dumm. Ich dachte, es macht 3 Schaden. Es kostet 3. Nein. Fuck. Wieso habe ich denn ihn angegriffen? Das war dämlich. Naja gut, kann ich beim nächsten Mal das machen. Beschwöre ich 2 Dämonen, das ist eigentlich ganz cool. Da kann ich einen Dämonen davon opfern. Das ist gut, das ist schön. Gibt beim Gegner 2 Bananen. Na gut. Ja, jetzt wird er mich angreifen mit Sicherheit. Ja, war klar. Das war klar. Jetzt könnte ich auch theoretisch ihn so vernichten. Dann
ihn vernichten. Das macht doch 2 Schaden. Weh, das macht jetzt nicht 2 Schaden. Doch, das macht 2 Schaden. Boah, krass. Hä? Beschwört nicht 2 Dämonen? Ah ne, fügt 2 Schaden zu. Beschwört einen Dämon. So. Ja. Gut, den wird er zerstören, aber dadurch wird seiner auch kaputt gemacht. Halt, sonst, wenn ich jedes Mal, wenn er jedes Mal ein Viech beschwört, wenn ich das mache, dann ist es vorbei einfach. Außer er hat jetzt eine Karte, zerstört den Dämon. Okay, dann nicht, das ist gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Los, mach was, Junge, los. Wie kostet der 6? Okay, perfekt, das ist gut. Die kann ich natürlich auch richtig schön hochpushen mit den 2 Bananen, die er mir gegeben hat. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, der mit seinem blöden kontinuierlichen Schaden, das ist eigentlich gar nicht dumm. Ich kann natürlich auch das machen. Der sowieso Ansturm. Unterbreche ich so ein bisschen seine, dass er die ganze Zeit Zeug kriegt. Hallo? Achso. Ach, das ist blöd mit dem Upload. Ja, da muss ich nochmal irgendwie gucken, dass ich... Oh, finde ich das... Oh. Ein Diener mit maximal 2 Angriff. Das ist gut, dann kann ich davon einen von seinen Weberspinnen einfach so vernichten, nur indem ich das Ding beschwöre. Dann hat er es trotzdem noch Ansturm mit dem. Das ist gut, das ist gut. Hat was. Okay, er zerstört ihn, verdammt. Gut, am Diener 3 Schatz und dem Feind... Oh Gott. Ja, also Jäger ist eigentlich gar nicht schlecht, muss man sagen. Erhaltet einen zufälligen Piraten aus eurem Deck auf der Hand. Okay. Ich spiele trotzdem jetzt den. Dann spiele ich 2 von denen. Dann spiele ich das, okay. Ja, es wird bis jetzt noch nicht so übel. Ich habe halt nur halb so viel Leben wie er im Moment, das ist kacke. Er kann mich halt überhaupt viel mehr pressuren im Moment. Aber anscheinend hat er im Moment nur von den Weber-Dingern auf der Hand. Aber oh, jetzt hätte ich richtig gerne einen AOE, der irgendwie Schaden macht. Oh Gott, was ist das denn? Hält, wenn diese Karte... Okay. Okay, 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 interessant. Auf wie viel kriegt ihr denn gepusht? 7... 5... Wie viel Schaden macht das? 3 Schaden, okay. Ich glaube, ich verliere die Runde. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, muss ich sagen, bis jetzt. Ich könnte die zerstören. Das werde ich auch tun. Muss ich halt leider tun. Ist halt so. Ja, also ich... Man musste eigentlich Jäger spielen, habe ich das Gefühl, weil Jäger halt relativ viele Karten hat, von wegen, macht nur Wildtier das und das, macht nur Wildtier das und das. Und ich bräuchte mehr Taunt-Karten eindeutig. Und die Karte ist für mich halt im Moment total nutzlos. Das ist auch ein bisschen scheiße. Ja, jetzt zieht er noch mehr Karten, oh Gott. Ja, das ist bestimmt eine Weberspinne. Netzweber heißt die Dinger. Ich sag mal Weberspinne, ey. Das nervt mich ja schon selber ein bisschen. Gott, das wird ja immer schlimmer, ey. Also das werde ich auf jeden Fall tun. Beschwöre ich mal den. Also ich kann mir jetzt eigentlich nur noch so viel Schaden machen wie möglich. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich hier echt langsam am richtig verkacken bin. Obwohl er den jetzt erstmal wegbekommen muss, weil wenn ich den nochmal ordentlich hochpushe, könnte da was Cooles draus werden. Okay, er zerstört den. Das war klar. Ach, scheiße. Ja. Damit sind meine Gewinnchancen deutlich reduziert worden. Und damit noch viel mehr. Wieso kann das kein Dämon sein? Er sieht doch so dämonenartig aus. So ein Höllenhund. Kernhund, meine ich. Ach, Mann. Ja, ich habe verloren. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwas Geiles ziehe, habe ich verloren. Wow. Ich kann den noch hochpushen, wenn ich will. Ja. GG. Ja, schlichtweg falsche Deckkonstellation. Anscheinend ist Hexer nicht so geil dafür. Oder ich habe einfach Pech gehabt. Oder ich war einfach schlecht. Kann alles das sein. Komm bei dich, Junge, mach einen Angriff und fertig. Oh, Junge, nerv nicht.
Alter, das ist doch egal, du hast schon gewonnen. Was ist das für ein krasser Lappen, ey. Ja, er geilt sich nochmal richtig dran auf, dass er mich jetzt besiegt hat. Oh, krass. Das ist nicht schlecht. Immunität auch noch. In diesem Zug. Boah, das wäre... leider ist das eine Dingskarte, eine... Jägerkarte wahrscheinlich. Ist eine Jägerkarte? Ja, ist eine Jägerkarte. Das... Sag mal, der hat mich nicht noch ehrlich nochmal rankommen lassen, oder? Ist mir jetzt egal, ich spiele einfach so lange, bis er mich tötet. Komm. Den noch. Den noch. Den noch. Ich weiß, dass das gerade unnötig in lange gezogen wird, aber... Ist mir jetzt egal, wenn er mich unbedingt am Leben lassen will, versuche ich wenigstens noch irgendwas zu reißen. Also ich werde nicht mehr gewinnen, das kann man sich abschminken. Er quält anscheinend gerne Leute. Oder will er einfach mal irgendwann mal seinen verhungerten... Ist das... Usarat? Ist das für so eine Art... Na, wie heißt die Viecher nochmal, die in der Wüste rumlaufen? Fliegen? Ach, wie heißt denn immer? Hab ich da gerade den Namen vergessen? Mann! Vielleicht deinen Morlock oder halt, bla bla, okay. Ich wäre jetzt richtig geil, wenn er jetzt irgendwas spielen würde, wodurch ich halt noch gewinnen würde. Was ich irgendwie nicht glaube, aber wäre so. Keine Ahnung. Ja, bla bla bla. Er hält für was? Für jedes eurer Wildtiere auf dem. Boah, okay. Mächtig. Das ist natürlich mit dem in Kombination ziemlich geil. Ja, okay. Er hat's beendet. Er wollte nur noch mal ein bisschen zeigen, dass er einen Dicken hat oder was. Ich weiß es nicht. Gut, also ich muss auf jeden Fall ein anderes Deck wählen. Ich mache jetzt einfach komplett ohne Cut, weil so lange wird das wohl kaum dauern. Spiel ich Jäger? Ich spiele Jäger. Das hat gegen mich super gut funktioniert. Die Aufnahme läuft noch? Die Aufnahme läuft noch. Sehr gut. Ich muss auch bald Schluss machen, weil ich... Oh kacke, ich muss richtig bald Schluss machen. Nach der Runde ist auf jeden Fall aus. Ich bin aber auch schon bestimmt 10 Minuten dabei. Ich muss aber noch duschen. Ich muss noch duschen, dann muss ich noch auf dem Weg zur Arbeit was zu essen kaufen. Oh Gott, das wird ja richtig knapp. Komm, beeil dich. Okay, gegen Usa. Usa, den Lichtbringer. Ja, lass die Jagd beginnen. Lass die Jagd mal beginnen, Junge. Nee, eigentlich alles ganz gut. Also es gab ja mal so ein Herausforderungsding von, ich glaube es war von Naxxramas. Da hat man ja als Jäger, also hat man ja als Jägerdeck gehabt und hat nur diese Viecher bekommen, diese Karten. Und hat dann halt damit gespielt. Das war auch ganz lustig, muss ich sagen. Aber, ja. Anscheinend haben sie es jetzt nicht direkt übernommen. Vom Prinzip her ja kein Problem. Jetzt zwei Spiele und ja, okay. Ja, die können beide nächste Runde angreifen. Ne? Was kriege ich denn? Vernichtet ihr? Okay. Der von diesem Diener verletzt wurde. Ist es dann theoretisch so, wenn man den Angriff theoretisch auf 0 setzen würde von diesem, von dieser Karte, müsste der dann nicht eigentlich den Effekt auch negieren, weil es ja nur von der von diesem Gegner verletzt wurde. Wenn er nicht verletzt wurde, dann kriegt er keinen Schaden. Oh, die Karte ist cool. Finde ich eine der coolsten Jägerkarten eigentlich. Okay. Wenn ich da schon 2 Angriffe drauf habe, dann greife ich ihn direkt an. Die Jägersachen sind hier synergieren natürlich super mit den ganzen Wildtieren. Da man damit nur Wildtiere bekommt. Ich dachte halt, das wäre irgendwie anders. Aber wenn das so ist, naja. Oh, er spielt. Ah, okay, interessant. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Du kannst natürlich mit einem Paladin super gut hochbuffen. Oh. Das Viech mag ich gerne.
Das heißt... Obwohl, nee, warte mal, ich mach das anders. Ich mach das mal so. Ich spiel den. Genau, dann spiele ich den. Dann spiele ich den. Und dann werde ich das nächste Mal machen, dass ich den beschwöre und dann die drei irgendwie versuche umzubringen, damit der richtig schönen Buffs bekommt. Das wäre richtig geil. Weil diese aasfressende Hyäne ist echt stark, wenn man die gut hochbufft. Na, was spielt er noch? Wer spielt jetzt irgendwas mit Weihe oder so ein Quatsch? Ach nee, das, die kostet ja 4. Die kann er gar nicht spielen. Ein Geheimnis, okay. Was könnte er denn als Geheimnis haben? Setzt gegnerisches Leben auf 1. Das wäre nicht so schön, aber auch nicht so schlimm. Okay. Ich habe eine Weber, ein Netzweber aus einem Netzweber bekommen. Das ist natürlich cool. Das spiele ich. Geheimnis. Okay, was für ein Geheimnis ist das? War klar. Gut, das ist jetzt nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht so extrem tragisch, muss ich sagen. Also ich greife den auf jeden Fall an. Ist das für jeden, für jedes Wildtier? Ne, befreundetes Wildtier, okay. Na, ist halt dann so. Na, was kriege ich noch raus? Okay, der ist natürlich immer ganz gut. Dann spiele ich das. Noch könnte er die Karte haben, macht 3 Schaden. Das wäre natürlich jetzt doof. Weil dann wäre mein ganzes Hochwaffen hier für den Arsch gewesen. Aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Fähigkeit ist auch nicht so schlecht dafür. Also meine benutze ich ja im Moment relativ selten. Habe ich, glaube ich, einmal benutzt bis jetzt. Ja, einmal halt. Okay, er spielt wieder Netzweberspinne. Was spielt er noch? Okay, den Grizzly. Interessant. Very interesting. Das könnte ich machen. Ich spiele den. Dann spiele ich den. Dann mache ich das so. Ich greife den an. Greift den an, dann wird mein hungriges Viech noch stärker. Greift den dann nochmal an und dann wird es noch stärker. Dann habe ich schon 10 5er Viech da liegen. Das ist schon ziemlich gut. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ist das nur, wenn ich angegriffen werde oder wenn ein feindlicher... Wenn ich den angreift, lässt sich auf die Hand. Okay, egal ob er angreift oder mich angreift. Das ist gut. Das ist aber sehr gut. Also würde ich den angreifen. Schade, dass ich noch nicht 9 Punkte habe. Dann könnte ich ihn instant vernichten. Aber naja. Ich könnte... Kann ich ihn schon töten? Ich kann ihn töten. Glaube ich. Das kann ich spielen. Das kann ich spielen. Das kann ich spielen. Das heißt, ich könnte ihn jetzt töten. Das ist gut. Das mache ich auch. Weil da ich ja also so ein bisschen unter Zeitdruck drin... Ich brenne unter Zeitdruck, genau. Unter Zeitdruck bin, greift das Spiel nicht an. Hallo? Geht doch. Es ist ganz gut, wenn ich ihn schnell besiege. Ist eigentlich egal, mit welchen Karten. Hauptsache, ich habe gewonnen. Dann kriege ich meinen ersten Sieg und ich lasse noch so lange drin, dass ihr noch seht, was ich in dem Pack drin hatte. So lange lasse ich das noch und das werde ich dann zurück. Kartenpack. Hallo? Ja, geht doch. Öffne dich. Na, mal gucken, was ist es denn? Buben. Oh! Okay, lila eine Karte. Ich dachte, das wäre eine coole lila Karte. Eine epische Karte. Wow, krass. Naja, geht so. Habe ich bestimmt wieder irgendwas zum Einschmelzen, damit ich irgendwie wieder ein bisschen mehr von diesem Arkanstaub bekomme. Aber das war's dann auch heute. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.